jetzt ist Zeit für euch, jetzt könnt ihr durchschnaufen, könnt die Anspannung fallen lassen. Wir können uns begegnen, wir freuen uns mit euch und deswegen auch nie erfreut, dass wir heute und hier beieinander sein können. Lob und doppelten Dank an euch, dass ihr das durchgezogen habt bis heute. Und an der Stelle auch doppelten Dank, doppeltes Lob an die Ausbildungsbetriebe. Angekocht sind und versucht haben, da was auszuarbeiten, was dann in weiterer Folge natürlich auch Sinn macht für die Betriebe, Sinn für die Mitarbeiter, Sinn, dass sie auch eine gute Entlohnung dafür kriegen und dass man so viel wie möglich Fachwissen in kurzer Zeit weitergibt. Ich glaube, es muss uns in unserer Gesellschaft wieder gelingen, die Arbeit im Mittelpunkt zu bringen. Für Tourism habe ich einen neuen Blick auf die Gastronomie bekommen und auf jeden Fall sie auch lieb gewonnen. Ich habe schöne neue Menschen kennengelernt, die natürlich auch äußerlich schön sind. Man baut auf alle Fälle nach Talents of Tourism ein großes Netzwerk auf und das Schöne ist, dass man viele Menschen trifft, die in der Gastronomie arbeiten. Also ich komme ursprünglich aus Ungarn und ich finde es eine super Möglichkeit für Quereinsteiger überhaupt aus Ausland und da kann man sich sehr gut weiterentwickeln. Ja, bei uns war das, also bei mir persönlich war das relativ einfach, weil wir irgendwann die Broschüre im Lokal gehabt haben über die, vom Wifi, über das Talentsprogramm. Und dann war von Anfang an klar eigentlich, es ist so gut gefördert und es ist so ein gutes Angebot, es wäre einfach nicht vernünftig, dieses Angebot nicht anzunehmen. Ja, liebe Talents, ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Ich will die Gelegenheit natürlich auch nutzen, euch ganz herzlich zu gratulieren. Ich glaube, diese Ausbildung ermöglicht euch in eurem Beruf ganz viele neue Dinge. Es gibt Perspektiven und deswegen möchte ich mich bei euch bedanken fürs Dabeisein, möchte mich aber auch bei den Verantwortlichen der Wirtschaftskammer, vor allem bei dem Spaltenobmann Mario Gerber und auch beim Fachgruppenobmann Rainer Alois bedanken, dass sie dieses Projekt ins Leben gerufen haben. Ich glaube, das ist die Zukunft, dass man in kurzer Zeit relativ hohe Qualität sich aneignen kann und das ist sicher auch für den Tourismus sehr, sehr lobenswert. Ich wünsche euch weiterhin in eurem Berufsleben alles Gute, vertretet den Tourismus, der ja eine tragende Rolle für uns in Tirol spielt, nach außen hin sehr gut und habt vor allem viel Spaß bei eurer Arbeit. Vielen Dank. Ja, liebe Interessentinnen, liebe Interessenten, es geht um den Tourismus, es geht um die Gastronomie und es geht um eine ganz spannende Branche, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe selber eine touristische Ausbildung gemacht und ich kann euch sagen, ich habe extrem davon profitiert, weil das ist eine Branche, die ist extrem dienstleistungsorientiert, die weiß, wie man mit Kunden umgehen kann, wie man mit Zielgruppen umgehen kann, die ist gewinnend. Da kannst du ganz viele tolle Erfahrungen sammeln, da kannst du ganz viele tolle persönliche Erlebnisse haben. Ich habe extrem davon profitiert und du lernst extrem viel, was du in anderen Branchen auch gut einsetzen kannst, im späteren Leben vielleicht. Von daher kann ich euch nur empfehlen, schaut euch das genauer an. Talents for Tourism ist wirklich ein interessantes Bildungsprogramm, ein interessantes Programm, um euch in den Tourismus hineinzubringen. Schaut euch das an, es lohnt sich.